Hallo, it's me, your girl, Kirschbananensaft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Guckt mal, ich sehe heute sogar aus wie Kiba. Rosa Augenbrauen und gelbes Kleid. Ich dachte mir für heute, ich nehme euch mal wieder bei einem Let's Play mit, weil ich einen Bewohner zum Ausziehen bringen muss. Möchte und muss, weil jemand aus meiner Community hat mir Max angeboten. Max, den Pinguin. Und da ich gerade keinen Platz habe, muss ich für Platz sorgen. Ganz einfache Sache. Und ich dachte mir, das können wir mit so einem kleinen Let's Play verbinden und ich kann euch auch direkt ein paar Sachen zeigen, die ich so gebaut habe, ohne euch mal wieder love you, peace. Okay, also das ist das heutige Video. Viel Spaß dabei und let's go. Ich bin immer noch erkältet. 3,5 Wochen oder so bin ich schon hart dabei. Läuft bei mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn ich komisch klinge, dann liegt es daran. Ja, das ist also mein Eingang, den hatte ich ja schon mal kurz eingeblendet im letzten, vorletzten Video, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist daraus geworden. Hier kann man hochgehen, da passiert aber noch nicht viel. Und auf der anderen Seite kann man auch hochgehen. Da passiert schon ein bisschen mehr, da kommt man nämlich zum Service Center, da laufe ich gleich hin. Und es gibt noch diesen Schleichweg, der hier zu Eugens Zelt führt, was ich natürlich auch noch nicht dekoriert habe, weil warum sollte ich? Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier drüben weiter gebaut. Also wir haben jetzt hier ein Riesenplateau. Riesig, da ist Martina. Dann kommen wir hier zum Service Center. Auf der linken Seite ist jetzt so ein kleiner, weiß ich auch nicht so genau, wie ich das nennen soll. Es ist einfach eine niedliche Sitzecke geworden, wo man Schach spielen kann und Kaffee trinken kann und ein gutes Buch lesen kann. Ja, ich denke mal, das ist sehr rentnergerecht. Und ja, ist süß geworden. Und auf der anderen Seite befindet sich jetzt wieder die Bushaltestelle. Die habe ich wieder eingebaut. Ja, mit ein paar Fahrrädern. Ich weiß auch nicht so genau, ob ich das so lassen will, weil hier der Weg auch so sehr gerade ist. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Aber das habe ich bis jetzt gemacht. Und hier hinten habe ich tatsächlich auch weitergebaut, so komplett random. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen will. Eigentlich sollte hier so eine Nachbarschaft entstehen. Aber irgendwie ist dieser Platz hier oben zu viel für ein Haus, aber zu wenig für zwei Häuser. Und daran scheitert es bei mir irgendwie. Genauso wie hier drüben. Hier habe ich schon ein bisschen abgemessen. Aber seht ihr, ne? Also die Fläche ist für ein Haus irgendwie viel zu groß. Aber zwei hier nebeneinander zu quetschen, ist irgendwie auch zu klein. Auf der Seite das gleiche Problem. Naja, ich weiß auch nicht, was ich damit anstellen werde. Aber so sieht das jetzt zurzeit aus. Ja, und dann ist das hier passiert zwischendurch. Also, Victor ist jetzt bei mir auf der Insel. Ja, ungünstig. Hamid ist ausgezogen und ich habe auch einen Villager-Hunt dazu gemacht. Das ist das letzte Video, was ich also zuvor hochgeladen habe. Ich kann es euch ja einfach mal oben mit der Infokarte einblenden. Und naja, auf jeden Fall ist Hamid ausgezogen und ich habe halt niemanden gefunden beim Villager-Hunten. Hab dann aber auch, weil ich krank geworden bin, stimmt, so war das. Oder nochmal krank geworden. Ich hatte ja zweimal hintereinander. Erst Corona und dann wahrscheinlich Grippe. Also richtig geil. Und auf jeden Fall habe ich dann vergessen zu Villager hunten. Beziehungsweise mir ging es einfach kacke. Und dann ist Victor eingezogen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. So. Ich glaube, ich habe alles zusammengefasst. Der Rest ist wie gehabt. Hier um das Service Center ist dann einfach noch so ein riesiger Plateaustreifen entstanden. So eine Kringelwurst. Ja, ansonsten ist ja alles gleich. Alles beim Alten. Auf jeden Fall habe ich nochmal mir ein Video angeguckt von vor über einem Jahr, wie man die Bewohner am besten zum Ausziehen bringt. Und es wurde gesagt, also man hat so einen Cooldown, ja. 15 Tage dauert es, bis dann der Nächste fragt, ob er ausziehen kann. Wenn man einen Bewohner darum bittet, zu bleiben, dauert es 5 Tage, bis die Gedanken, bis diese Auszugsgedankenblase weiterspringt. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr so genau, wann Victor eingezogen ist, aber ich denke, es müsste über 15 Tage her sein. Ich habe mir keine richtige Taktik überlegt, außer Time Traveln. Aber naja, ich kann nebenbei noch so ein paar Sachen erledigen. Oh, was ein schönes Kleid, Girl. Oh, I need it. Yes, I need it. Das ist aber neu, oder? Das kann ich neu auch nicht. Sag mal, hier, hör mal. Hab meine Garderobe aufgefrischt. Gut, Tina. Mach's gut, Tina. Ich meine, ich will doch einfach nur, dass jemand auszieht. Ich weiß nicht, was hier das Problem schon wieder ist. Hörnchen, willst du ausziehen? Hörnchen? Nee, okay. Und ich weiß, dass auf jeden Fall der Bewohner, der zuletzt eingezogen ist, also der Victor, dann auf jeden Fall nicht fragen wird, ob er ausziehen kann. Also immer der Letzte. Ich dachte, ich guck gerade mal einmal hier so durch, wenn ich einmal hier bin. Ja, komm, das nehme ich mit, das olle Ding. Aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht jeden Tag hier alles durchschauen. Das ist mir auch zu blöd. Dann dauert er ewig. Ich habe mir genug angesehen. Ja, als nächstes Time Travel ich mal, ne? Rein in eine gute Stube. Wie lustig wäre das, wenn ich tatsächlich mal einen coolen Campingplatz Bewohner kriegen würde. Ich finde es übrigens immer süß, wenn ihr euch mit Bewohnern, die ihr mir geben wollt, an mich wendet. Das ist sehr praktisch, weil dann brauche ich nicht 50 Millionen Villager Hunts machen, weil das ist gar nicht so meine Geduld. Die ist bei mir nämlich nicht vorhanden. Melinda.
Okay, jetzt liegt wieder jemand am Strand rum. Alles gut. Nichts Dramatisches. Hier liegt auf jeden Fall eine Leiche. Das ist schon mal okay. Gunnar ist zu Hause. Tanja ist zu Hause. Strolch ist zu Hause. Dann sind die schon mal safe. Okay, da hinten ist Sigmund. Der scheint aber kein Interesse zu zeigen. Hier ist niemand zu Hause. Ich werde wahrscheinlich auch verschiedene Uhrzeiten ausprobieren müssen. Hier ist Linda. Hörnchen ist natürlich auch zu Hause. Das ist blöd. Hennes ist draußen. Kokong ist draußen. Alter, wo ist eigentlich Kokong? Wisst ihr, wie lange ich den schon nicht mehr gesehen habe? Ich meine nicht, dass ich nach ihm suchen würde aktiv. Außer jetzt gerade vielleicht. Aber lul. Wo sind die ganzen Spacken? Spacken, wo seid ihr? Hennes? Na, Martina, wie sieht's aus? Willst du ausziehen, Girl? Okay, es scheint niemand ausziehen zu wollen. Traurigerweise. Na gut, dann gehe ich einen Tag weiter. So, Tag 3. Victor ist daheim. Die ganzen Uschis sind alle daheim. Oh, ich wollte eigentlich eine andere Uhrzeit ausprobieren. Aha. So, na, Martina, willst du ausziehen? Hennes? Grüß dich. Kokong. Wenn ich Kokong ein bisschen stalke, ob der dann eine Blase entwickelt? Eine Gedankenblase? Come on, Boy. Vielleicht sollte ich mal auf die Karte gucken und überhaupt schauen, nach welchen Bewohnern ich gucken muss. Also, die ich loswerden will, sind Martina, Kokong und Hörnchen und Victor. Aber Victor wird nicht ausziehen. Okay, also diese Reihe hier muss ich mal genauer beobachten. Es kann natürlich trotzdem sein, dass jemand von den anderen eine Gedankenblase entwickelt und dann dürfte ich halt nicht mit der Person reden und dann müsste ich einfach weiter time traveln. Aber ja, bei diesen dreien würde ich auf jeden Fall annehmen. So, jetzt muss ich noch Hörnchen suchen und dann kann ich schon wieder weiter traveln. Ich weiß auch nicht, ob das mit den 15 Tagen so genau hinhaut, wenn jemand random eingezogen ist. Fragen dich auch manchmal, hörst du überhaupt zu? Für den Fall kenne ich eine gute Emotion. Nicken. Na? Da fühlt der andere sich doch sofort ernst genommen. Sag mal, Sigmund, was ist eigentlich mit deinen Augen verkehrt? Du siehst ja aus wie ein Dämon. Ist besser, dass sie immer geschlossen sind. Das ist ein guter Trick, um Zustimmung zu suggerieren, während man über etwas ganz anderes nachdenkt. Sigmund, ich hätte echt nicht gedacht, dass du so ein lustiger Typ bist. Ich dachte, du wärst ein grumpy ass MF. Aber du bist anscheinend doch echt voll der coole Boy. Einfach nur tired vom Leben. Kann ich verstehen. Bin ich auch. Was laufe ich jetzt hier hinten am Strand lang? Bin ich bescheuert? Mama. Manchmal frage ich mich auch, was bei meinem Gehirn verkehrt ist. So, also Hörnchen, weiß ich nicht, wo die ist. Tja, ich glaube, ich kann einen Tag weiter traveln. Das ist sehr gut. Kokong ist draußen. Kokong, du willst ausziehen. Du willst ausziehen. Kokong. Ausziehen. Ausziehen. Ausziehen, Kokong. Melinda, ich will deine blöden Schneeflocken nicht fangen. Du kannst das alleine machen. So, ich bin zurück. Na, Kokong, hast du es dir überlegt? Ausziehen? Weißt du, wie das geht? Soll ich dir eine kleine. Pass auf, komm. Hier gibt es so ein Ding, das nennt sich Kescher. Und damit haue ich gerne Leuten auf die Rübe. Leute, Hennes hat eine Blase. Warte mal, wie war das jetzt? Wenn ich ihn jetzt anspreche und er will ausziehen, muss ich direkt raus aus dem Spiel, einen Tag weiter traveln? Ich glaube, so war das, oder? Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht verkehrt. Hennes? Hör zu, Kiba. Ich bin zum Schluss gekommen, dass es am besten wäre, wenn wir uns trennen. Nein, Hennes, wir werden uns niemals trennen. Bei mir ist alles so unordentlich. Okay, also, ich mache jetzt direkt raus, mache einen Tag weiter, oder? Funktioniert das so? Oh, ich habe gerade Angst, dass ich es verkacken werde. Oder muss ich ihm jetzt erst Nein sagen und muss dann 5 Tage weitergehen? Aber ich muss doch jetzt was sagen. Verdammt, dann muss ich dann 5 Tage weitermachen. Hä, wie hätte ich das jetzt machen müssen? Ach, ich glaube, ich hätte direkt einen Tag weitergehen müssen, ohne ihn anzusprechen, glaube ich, ne? Verdammt. Okay, dann muss ich jetzt 5 Tage weitergehen. Räum auf, Hennes. Ja, du bleibst, Boy. Gut, also einen Tag habe ich jetzt schon weitergestellt. Dann müssen wir noch 4 hinzufügen. Ich bin ja gespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell eine Gedankenblase kriegen. Dann war Victor doch schon eine ganze Weile auf meiner Insel. Dieser Victor. I'm back. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert hat. Okay, Hennes ist auf jeden Fall befreit. Von euch hat keiner vor, auszuziehen, ne? Das finde ich auch spannend. Tanja? Tanja? Nee, auch nicht. Wen gibt es denn noch so? Wukong? Ja! Ja! Oh mein Gott, ging das jetzt wirklich so schnell? Guck. Da bist du ja! Ich wollte mit dir über etwas reden! Ich habe da diesen Film gesehen, da war Abschied und Neuanfänger. Ja! Okay, mir geht's gut, mir geht's gut. Das hat mich nachdenklich gemacht, so ein Neuanfang auf einer anderen Insel. Das wäre voll erwachsen. Ja,
Sehe ich auch so. Du bist der erwachsenste Kukong. Hau ab. Und tschüss. Ich hatte schon befürchtet, dass du mir das ausreden willst. Gut, dass du halt verstanden bist. Und danke, dass ich dein Freund sein durfte. Ich werde dich auch auf der neuen Insel nicht vergessen. Oh mein Gott, was für Freunde. Wir haben einmal miteinander geredet, Alter. Du vergisst mich doch auch nicht. Denk ganz arg an mich immer, wenn du Marmorkuchen isst, ja? Nein. Yes, Kokon. Yes, einfach nur. Yes. Sorry. Ich freue mich ein bisschen zu sehr. Das hat gut reingekickt. Oh mein Gott, wie nice. Okay, das ging jetzt alles ein bisschen schneller als gedacht. Komm, dann gehe ich einmal noch hier reingucken, wenn ich schon einmal hier bin. Ich weiß nicht, ob ich davon was gebrauchen kann. Ich glaube, ich kaufe mal den Korb. Das Tischchen vielleicht noch. Der Schrank. Na gut, den Schrank vielleicht nicht, aber das Ding. Und das rechts daneben sieht auch mega nice aus. Das hätte ich jetzt gern selber zu essen. Ein Brunch-Menü? Ich nehme es mal mit. Kann ja nicht schaden. Wenn Oma sich mal wieder richtig reingönnt. Okay. Fertig. Bye, Boys. Ich bekomme Max von einer Zuschauerin, wie ich das schon erwähnt habe. Aber erst morgen. Und ich weiß nicht, entweder nehme ich es auf. Ansonsten blende ich euch jetzt ein paar Screenshots ein vom Tag, als er eingezogen ist. Das Video ging echt schneller als gedacht. Ich freue mich, dass Max endlich auf der Insel ist. Also ich hoffe, das hat geklappt. Das wäre ansonsten irgendwie blöd. Ich freue mich, dass es so schnell ging. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Ein Like oder ein Follow. Abonniert gerne meinen Kanal. Folgt mir auf Instagram. Oder tretet meinem Discord bei. So, genug Werbung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Benehmt euch. Und dann ciao! Macht's gut. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Tschüss.